was unter dem historischen Hessenhaus passieren wird. Aber erzählen Sie uns erstmal, was haben Sie konkret vor, was wird in dem neuen Kessel, in dem Kesselhaus passieren? Ja, um jetzt mal zu beantworten, warum, seit wann Sie das Kesselhaus besitzen, also besitzen tun wir es erst seit 2016. Wir haben in 2012 an einem europäischen Wettbewerb teilgenommen. Dieser Wettbewerb wurde dann zu unserem Gunsten 2013 entschieden und seitdem sind wir eigentlich in der Entwicklung des Projektes und haben mit Ämtern, Denkmalbehörde etc. Abstimmungen getroffen, wie wir das Kesselhaus errichten dürfen. Das war ein sehr langwieriger Prozess und dann gab es einen sogenannten Durchführungsvertrag, in dem festgeschrieben wurde, welche Bedingungen wir erfüllen müssen und welche technischen Dinge wir einhalten müssen, weil wir gegenüberliegend die Bahntrasse haben, also nicht ganz unkompliziert. Und dieser Abstimmungsprozess hat eben 3 Jahre lang gedauert und jetzt in 2016 ist es festgeschrieben und ja, wir dürfen jetzt hoffentlich in diesem Jahr noch den Bauantrag einreichen und dann hoffentlich Anfang des nächsten Jahres mit dem Projektstart beginnen, also sprich den Bau. Genau, aber das heißt, Sie sind als neuer Eigentümer jetzt eingetragen, die Denkmalbehörde hat grünes Licht gegeben im Juni, dann ja auch die Leverkusener Politik. Was wird passieren? Ja, wir haben vor, dort Mikro-Apartments zu bauen in den Obergeschoss, ich spreche vom ersten bis letzten Obergeschoss, Mikro-Apartments, aber auch Wohnungen für studentisches Wohnen und im Erdgeschoss werden wir Gewerbe ansiedeln, sprich Restaurants. In welcher Form ist noch nicht bekannt. Wir haben direkt nach 2013, nach der Veröffentlichung, dass wir den Wettbewerb gewonnen haben, bereits Bewerbungen gehabt, aber ich denke mal, die Zeit hat so lange in Anspruch genommen, dass die Interessenten heute nicht mehr zur Verfügung stehen. Deshalb sind wir froh, wenn es jetzt losgeht und dann die wahrscheinlich tatsächlichen Bewerber kommen. Ne? Ich habe so für mich das Bauprojekt, weil das einfach so groß ist, in zwei Bereiche eingeteilt. Zum einen das historische Gebäude, also das Kesselhaus, was wir hier sehen, so wie es hier steht. Da werden Wohnungen, Gewerbe entstehen und die Dampfkessel in Teilbleiben auch erhalten. Können Sie das nochmal so stockwerksweise ein bisschen beschreiben? Ja, kann ich natürlich. Also das war einer mit der langen Verhandlungen, weil das Kesselhaus sollte zwei alte Kessel aus dem Jahre 1848-49 behalten. Wir hatten eigentlich im Wettbewerb einen vorgesehen. Sind dann in den Verhandlungen aber umgestimmt worden, den zweiten auch noch stehen zu lassen und haben den Teil praktisch zum Campus Leverkusen hin, wo ein moderner Kessel irgendwann mal eingebaut worden ist in den 60er, 70er Jahren. Den dürfen wir wegmachen, der ist auch nicht historisch, den kann man in jeder Ecke auch heute noch sehen, in größeren Anlagen. Dort werden wir Wohnungen machen, unten Gastronomie. Und dann haben wir den da hinten und die Kessel werden bestehen bleiben. Die werden natürlich aufgefrischt und eben so hergerichtet, dass sie anschaulich sind. Es werden dann dort Führungen durchgeführt, eventuell, das wissen wir aber noch nicht genau, werden dort auch andere Veranstaltungen wie Showcooking oder dergleichen gemacht. Und im davorliegenden Neubau zur Bahntrasse hin, werden auch ab dem ersten Obergeschoss, das ist ja ein bisschen kleiner, ein bisschen im Obergeschoss, werden dort auch Mikro-Apartments gebaut für die Studenten. Und im unteren Bereich wird eine größere Lokalität, sprich ein Restaurant, angesiedelt, wobei der Küchenteil dann wiederum ein Alltag ist. Also Wahnsinn, was da alles entstehen soll. Der historische Gebäudeteil bleibt erhalten mit zwei alten Dampfkesseln. Darüber werden Gewerberäume entstehen und Wohnungen. Und es wird eben dann auch noch den Anbau geben. Der ist viergeschossig dann geplant, wo auch nochmal kleinere Wohnungen entstehen sollen. Eine ganze Menge, oder? Was sagen Sie dazu? Ja, eine ganze Menge Tolles, wie Herr Pax das gerade beschrieben hat. Ich habe das heute Morgen aber eben schon gesagt. Wir hatten ja eine ganz alte Industrieansammlung, Ausbesserungswerk, da gibt es ja noch mal ganz alte Bilder auch von.
So, wenn ich nicht ein Gebäude habe, dann ist das ein Grundstück, wo ich das jederzeit mal das auch machen kann. Dann reden wir quasi nur über ganz normale Wohnungen. Die Neubahnstadt hat einen ganz anderen Charakter. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir alte Bauwerke erhalten. Und der Faxen hat es ja beschrieben, dann wird es mal sehr interessant. Wir machen eine Ausschreibung oder einen Wettbewerb, dann kommt die Denkmalbehörde. Wir haben natürlich auch, wie gesagt, ein sehr starkes Interesse, dass die Historie, diesen Charakter dann eben teilweise erhalten bleibt. Dann passiert ein Prozess, wo man sich dann einigen muss. Das haben wir gerade beschrieben, es ging ja um die Kesselanzahl. Man hat sich entschieden für zwei Kessel, und nachdem der Kessel ja nicht so alt war, der Neuzeit, die ich aber in der Frage holen kann, erwachsen dann ein Konzept erstellen, was er gerade beschrieben hat, zum Schluss muss ich auch wirtschaftlich rechnen. Das muss man einfach sagen, auch wenn ein Investor was kauft, auf 1 Euro, hat beim Denkmalschutz, hat man ja automatisch wieder aufgenommen. Es ist nicht so, dass man einfach was man machen kann, was man will. Und deshalb begrüße ich das sehr, dass wir den Charakter des Gebäudes mit zusetzen haben. Auch gerade im gastronomischen Bereich wohnen mittlerweile viele Menschen hier, das kann man so nicht zu. Wir haben Dienstleistungsbereiche, wir haben ein Architekturbüro, was gerade vorher war, schon unheimlich schön umgebaut hat. Es passiert einiges und da gehört eben Gastronomie zu, Aufenthaltsräumen. Was dann nochmal zusätzlich dieses Quartier oder diesen Stadtteil, den Bahnstadt, für den eigenen Charme macht. Ganz eben angesprochen, das sind vor allem kleine Büros, Apartments geplant, die dann vorzugsweise an Studenten, wenn ich das richtig verstanden habe, vermietet werden sollen. Warum haben Sie sich jetzt auf diese kleineren Wohnungen festgelegt? Hat das einen speziellen Grund? Ja, ich sag mal, alle größeren Städte, die Universitäten beherbergen und auch eben Studentenwohnungen haben in der Regel eben solche Häuser, Studentenhäuser, und richtet sich da einfach nach den gesetzlichen Vorgaben, die haben es die anderen gemacht. Und erfahrungsgemäß sind diese kleinen Apartments mit 5 bis 30 Quadratmetern für die Studenten, die ja nur eine gewisse Zeit dort leben, ausreichend. Ich habe jetzt vorletzte Woche, glaube ich, in der Zeitung gelesen, in Köln wohnt eine Studentin auf dem Campingplatz, weil sie in Köln für sich keine bezahlbare Wohnung findet. Wie wird es denn bei Ihnen mit den Preisen aussehen? Können Sie da schon was zu sagen? Wird es denn bezahlbar sein? Ja, ich sage mal, man muss natürlich immer die Gesamtkomposition sehen. Es ist, mit dem Preis ist natürlich immer gesagt, wir möchten bezahlbare Studentenwohnungen errichten. Wir haben uns deshalb auch dazu entschieden, dass wir haben nicht mehr, also beim Denkmal brauchen wir eigentlich gar keine Energieeinsparverordnung einhalten, weil ein Denkmalgebäude ausgeklammert ist. Wir werden das aber nicht ausklammern, wir werden dann ein Haus-in-Haus-System machen und werden dort den Standard KfW 55 machen. Das heißt, wir liegen nochmal 40% unter der Energieeinsparverordnung und 15% über den Wasserkostenstandard, sodass wir also zumindest die Energiekosten für das Gebäude doch relativ gering halten. Die Mieten wollen wir natürlich angepasst machen an die üblichen Mietpreise für Studentenwohnungen. Ich denke, dass wir da günstig anbieten können, weil wir die Nebenkosten günstig werden. Es wird dann auch ein bisschen die Realität zeigen. Das ist aber ja gerade, dass das halber Aroma auch ein Leberfuß nicht unbedingt in 12 Klammerungen gebraucht wird. Ist das denn jetzt eine Lösung, mit der Sie als Bürgermeister reden können? Was Herr Faxen da gemacht hat, entscheidend ist, glaube ich, dass man eben auf diese Größe der Wohnung, dass man wirklich runtergeht. Kleine Wohnungen braucht 25 bis 35 Quadratmeter. Ich habe selbst einen Bekanntenkreis in Köln, Studenten, die ich kenne, wo man für kleine Apartments unendlich viel bezahlt. Und deshalb bin ich das froh, dass man eine gute Qualität erstellt. Sie haben es gerade mal beschrieben, in einer guten Lage. Wir sind schnell an der Technischen Hochschule, die ja an einem weiteren Plan ist. Wir sind schnell an den Bahngleisen dran, also Infrastruktur rüber, dann auch zu den Kölner Standort. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt zu sagen. Wir versuchen nicht noch mehr oben einen Raum zu setzen, sondern wirklich einen realistischen Preis darzustellen, ohne eben diese Großstadtvariante, die man in Köln irgendwann drauf bezahlen muss, weil einfach doch der Wohnraum unheimlich knapp ist. Wir sind schon knapp in dem Aktiven, aber der Druck in Köln ist immens, gerade auch im studentischen Bereich, und deshalb bin ich froh, dass hier ein Wohnungstyp erstellt wird, der gerade für die Kleinen, ich habe das sonst auch in Berlin gesehen, kleine Wohnungen, gerade für Studenten, werden ganz, wie gesagt, explizit mit einer schönen Architektur erstellt.
großes Thema für die Wohnung ist ja jetzt auch das Thema Lärmschutz. Das ist eins der Bauplan, das hier raus vorgelegt wurde, von der Politik ja auch mal sehr besprochen worden. Wie werden Sie die Lärmschutzprobleme für die Wohnungen gegen die Bahnleistung? Wir versuchen natürlich alles möglich, um die Lärmemission in der Bahnstadt zu regeln, auszuhalten. Das sind andere Sachen, die wir machen können, andere die Sachen, die natürlich der Hausheimer Eigentümer macht, mit einer bestimmten Lärmung im Haus. Aber der dritte Variante ist natürlich, wir müssen in Schienentechnik investieren, warum investieren. Das ist also ein System, was ineinander greifen muss. Jeder muss seinen Teil liefern, aber insgesamt zum Schluss eine Kombination, aber bei den besten möglichen Lösungen. Das ist Herr Faxi. Sie haben ja eben schon gesagt, die Wohnungen sind ja in einer Art Passivhausprinzip geplant, noch unter kaum Energiestandard, manchmal weniger. Das Besondere ist aber, man müsste keine Fenster öffnen, um die Wohnung zu lüften, weil es ein Lüftungssystem gibt. Das ist ja auch ein Punkt, wo man ja die Lärmschutzprobleme ein bisschen mit eindämmen kann. Wie gehen Sie ansonsten auf die Lärmschutzvorgaben ein? Wie werden die Vorgaben da für die Wohnungen sein? Ja, ich sag mal, da greift das eine in das andere. Wir haben das Problem der Schienen, die in der Nacht eben Geräuschemissionen verursachen. Daraus resultiert, dass eigentlich die Fenster nicht aufgemacht werden können, gar keine herkömmlichen Fenster verwendet werden dürfen. Wir haben jetzt doch vorgesehen, sogenannten Hamburger Fenster. Die Hamburger Fenster heißen Hamburger Fenster, weil sie im Hamburger Hafen das erste Mal verwendet wurden. Speziell dafür entwickelt wurden, die beabsichtigen hier einzubringen. Die sind wiederum so dicht, dass sie keine Luft reinlassen. Und dann auf 25 bis 30 Quadratmeter haben wir gesagt, gut, das ist so nicht erträglich. Wir werden dann in jedem Raum auch noch eine Regionalentwicklungsanlage machen. Das heißt, Frischluft ist gewährt. Wir haben die Pollenproblematik, Allergien etc. Das ist schon das Grundstück der Filtertechnik. Ausgeschaltet und in der Konstitution ist die Sache dann eigentlich rund. Man muss auch sagen, Sie sind Ingenieur für technische Gebäudeausrüstung, das heißt, es ist Ihr Fachgebiet, da sind Sie der Fachmann auch. Genau, ich betreibe ein Ingenieurbüro für Haustechnikplanung und mache durch die historischen Projekte hier ein Kesselhaus, was ich aber dann also nicht aus der Not geboren, sondern mir immer raussuche, welche Projekte ich entwickle und dann hinterher ausführe. Dann aber dafür gedacht wird. Das hört sich, also das glaube ich Ihnen auch, so wie Sie das ausstrahlen. Es ist zum Punkt Lärmschutz auch darüber diskutiert worden, ob in das Kesselhaus wirklich auch ja quasi eine Gastronomie, wenn dann auch noch zuträglich ist zu den ganzen Bahnlärm, dann auch noch ja, eine Gastronomie, die ja auch abends vielleicht noch geöffnet hat oder ja auch hoffentlich Publikum natürlich anzieht, das möchte natürlich jede Gastronomie. Können Sie diese Bedenken verstehen oder sagen Sie, das braucht aber die Darmstadt, diese eigene Gastronomie? Also ich denke, meine Gastronomie hier im überwiegenden Wohnungsbau ist eine tolle Sache. Der Betrieb der Gastronomie, das wissen wir heute schon, ist auf 10 Uhr, 22 Uhr abends begrenzt, weil eben die Geräuschemissionen entstehen. Ferner werden wir so eine Art Einhausung machen mit natürlichen Mitteln, wie zum Beispiel einer Hecke. Und zu den Bahnschienen hin soll dann auch eine offene Terrasse sein, wo praktisch im Sommer oder im Frühjahr, Herbst, wenn das Wetter entsprechend ist, auch da die Getränke oder auch Essen verzehrt werden kann. Wie gesagt, wer reinkommt, wissen Sie noch nicht. Dafür hat die Planung jetzt zu lange gebraucht. Das wird sich jetzt zeigen. Wie werden Sie das denn, dass auch nochmal eine Gastronomie reinkommt? Sie haben ja eben erzählt, dass Sie bei den Portugiesen ja auch oft sitzen und es genießen. Genau, bin ich so sehr, Gastronomie insgesamt, also nicht nur hier, sondern auch wo ich lebe. Und einen Biergarten könnte ich mir so mal schlecht vorstellen. Nein, aber ich finde, wenn man normal sagt, ich baue jetzt irgendwo Wohnungen, dann baue ich Wohnungen hin, dann ist es gut. Aber hier ist das ganz anders. So, es gibt Arztpraxen, wir haben das Kulturausbesserungswerk, wir haben die Technische Hochschule, wir haben jetzt auch neue Spielplätze, die wir eingeweiht haben, oben diesen Streetplatz, also mit dem Basketballareal. Also wir müssen versuchen, drumherum was zu kreieren. Es ist nicht nur Wohnbebauung, es ist Gastronomie, es ist Dienstleistung, es sind Arbeitsplätze, es sind Wohnungen, es sind unterschiedliche Wohnformen. All das macht quasi neues Wohnen aus. Ja, wenn ich, das andere wäre von der Stange und das hält auf Dauer, ist das nicht das, was wir hiermit erreichen wollen. Und
Ich finde das gut, Herr Wachsen, wir haben uns ja draußen gedacht, man muss da schon mal ein bisschen jetzt sein, finde ich persönlich, so ein großes Denkmal dann auch zu kaufen, auch mit den Auseinandersetzungen mit der Denkmalbehörde. Aber ich weiß dann eben auch, wenn man so jetzt ist, sind der Förderung auch, dass man die Architektur davor hat, dass man diesen Charakter wahrt und gleichzeitig was Neues hinzusetzt mit der Nassung, mit dem Wohnen, dem studentischen Wohnen. Und das wird eine große Marke, gerade wenn man hier runtergeht, das wird das sehr prägnantes oder das prägnante Gebäude. Deshalb bin ich froh, dass das bei Ihnen, denke ich mal, in guten Händen ist. Einmal natürlich architektonisch, als auch in technisch guten Händen. Sie verstehen was von Technik von Hause aus, deshalb bin ich guter Dinge. Gastronomie konkurriert sich nicht gegeneinander, sondern man muss eben unterschiedliche Angebote bringen. Da sagt man, der eine Gastronomie macht der andere was weniger, sondern insgesamt muss das Angebot dann passen. Und dann haben wir insgesamt den Mehrwert, dass wir sagen, im Sommer ist das besonders schön, wenn man dann sich draußen hinsetzt, auch sehr entspannend. Und ich muss sagen, wenn ich da draußen sitze, ich empfinde den Lärm nicht so extrem. Ja, also wir haben ja oft auch Diskussionen im Rat, die Mission ist vorhanden, außer Frage, und wenn ich abends hier sitze, bin ich manchmal sehr überrascht darüber, dass doch wie nass es teilweise ist. Und ich bin im Rhein noch, in der Nähe vom Rhein, da haben wir 50 und die einfach ein Schneise von Köln und Bonner Flughafen, und wenn nachts dann quasi die Fracht-Airlines kommen, ist das schon eine immense Belastung mittlerweile. Deshalb fand ich das nicht, es ist kein Luftkurort, das meint man eigentlich damit nicht, aber man sollte die Diskussion wirklich dann auch versuchen, praktisch zu führen und nicht quasi an was reinzubringen, was wir vielleicht unter Umständen überspitzen. Ich finde auch, das hört sich nach guten Kompromissen an, die da gefunden werden. Der Richard hat es eben gesagt, man muss ein bisschen jeck sein, um sich so ein Kesselhaus, auch wenn es nur für 1 Euro ist, zu gönnen oder ans Bein zu binden, je nachdem, wie man das halt sieht. Was war denn der Grund, dass es ausgerechnet das Kesselhaus sein sollte? Also zunächst möchte ich mal sagen, es wird immer von dem 1 Euro gesprochen. Der 1 Euro ist natürlich für jeden geschenkt und kann auch jeder wahrscheinlich hinlegen. Also insofern ist der Euro nicht das Problem. Nur an diesem Euro hängen natürlich viele Verpflichtungen. Da gehört zum Beispiel eine Fassadensanierung dazu, die von einem Professor aus Berlin, den Namen weiß ich jetzt nicht, begutachtet wurde, der sagt, die Fassadensanierung kostet 850.000 Euro. Dann haben wir weiter untersucht und haben festgestellt, das komplette Dach, ohne jetzt den Charme des Gebäudes zu verändern, aber das komplette Dach muss erneuert werden, die Glaskuppel hier oben drauf muss erneuert werden. Also dieser 1 Euro ist für einen Wettbewerb, das Ganze macht ja einen Sinn, das ist ja auch nicht der einzige Wettbewerb mit 1 Euro. Hinter dem 1 Euro stehen aber auch viele Kosten, das muss man schon so sehen. Und so ein Objekt dann von vornherein zu veräußern mit einer sanierten Fassade und innen drin nichts und dann für über 1 Million ist schwieriger als einen Wettbewerb auszuschreiben und man überlässt dem Bauträger oder Projektentwickler dann, wie er die Sanierung durchführt. Also das nur mal zu den 1 Euro. Warum machen Sie das? Also ich habe von Anfang an bei dem Kessler, erstmal ist das natürlich eine Bauchsache. Ne? Man schaut sich das an und sagt, machen wir da mit oder so. Und ich finde die Lage einfach klasse. Ich habe gesehen, was hier, wobei hier noch viel Feld war, als ich das erste Mal hier war. Ich habe gesehen, hier passiert was, hier ist wirklich was im Gange. Und ich bin ja jetzt nur schon ein paar Jahre dabei. Ich bin auch wirklich überrascht, wie toll sich das hier entwickelt hat. Das ist wirklich, finde ich, toll. Ja? So, und dann ist damals so die Entscheidung gefallen, gehen das Projekt jetzt mal an, wir machen den Wettbewerb mit und haben ihn dann glücklicherweise gewonnen. Und dann gab es natürlich kein Zurück mehr und dann hat man weiter überlegt. Und ich habe in der Zeit so viel Zuspruch zu dem Kesselhaus bekommen von allen Seiten. Also man kann nach Leverkusen gehen, ja, in Köln weiß ich jetzt nicht, aber man kann nach Leverkusen gehen, man kann nach Burgstadt gehen, natürlich nach Oppland. Das Kesselhaus Oppland ist einfach jedem bekannt und das hat mich wirklich total beeindruckt, weil ich komme ja aus dem Metier, ich kenne kein Kesselhaus, was so einen Bekanntheitsgrad hat wie das Oppland. Ne? Und das finde ich einfach toll, weil da steht ja dann, stehen dann auch Menschen hinter. Ne? Ja, was jetzt alle natürlich auch besonders interessiert, wann geht's los? Wann wird gebaut und wann werden die ersten Wohnungen quasi vermietet? Ja, also wir beabsichtigen, den Bauantrag dieses Jahr noch einzureichen, da wir jetzt gerade mit dem Durchführungsvertrag bereit sind. Der Durchführungsvertrag beschreibt, was wir zu erbringen haben und wie es gemacht wird. Darauf basierend sind wir schon in der Bauantragsvorbereitungsplanung und gehen davon aus, dass wir den dieses Jahr noch einreichen und hoffen dann,
Ende des ersten bis zweiten Quartals mit dem Bau zu beginnen. Also wir sind guter Dinge, dass das jetzt funktioniert. Also das muss ich noch mal. Können Sie das beschleunigen, wenn der Bauantrag dann da ist, dass er dann noch schnell kommt? Aber ich will eins sagen, ich war ja vor meiner Zeit Oberbürgermeister, war ich schon im Stadtrat. So. Also dieses Projekt wird von allen getragen, vom Rat, vom Aufsichtsrat und natürlich der Bote bei der ganzen Sache vor Ort. Das ist ja auch vorhin als Geschäftsführer der Marktstadt war hier bei. Wir sind, haben natürlich alle ein immenses Interesse, dass wir hier zügig vorankommen. Ja. Aber das muss natürlich, es gibt bestimmte Sachen, die man einhalten muss. Und sagt der, aber Sie haben dann gesagt, irgendwie am 1.2. um 12.48 Uhr kommt dann quasi die finale Entscheidung. Gesagt, wir versuchen alles Mögliche, um das wirklich so schnell wie möglich zu regeln. Also, Baubeginn, Frühjahr 2017, halten wir fest. Ja, ich wollte aber noch vergessen sagen, also diese 3 Jahre oder 3,5 Jahre Abstimmung jetzt, die wirklich manchmal auf Messe Schneide waren, sind immer von einer Harmonie begleitet worden, die bei Frau Wattes wirklich anfing, die Mutter der Kompanie war und uns immer geholfen hat. Das Gleiche ist bei Herrn Molitor, der uns bei den Verhandlungen mit der Denkmalbehörde geholfen hat, aber auch der Stadt Leverkusen, die uns immer unterstützt hat. Und deshalb glaube ich auch, wird der Bauantrag relativ problemlos durchlaufen. Das hört sich toll an. Und wenn Sie dann im Frühjahr beginnen zu bauen, wie lange dauert dann die Bauzeit ungefähr? Ja, wir gehen von 1,5 Jahren aus, weil der erste Bauabschnitt wird das historische Gebäude sein. Und wenn das fertiggestellt ist, weil die Erschließung von der Bahnseite her kommt, wenn das fertiggestellt ist, dann wird erst der Neubau begonnen. Deshalb 1,5 Jahre, in der Regel kann man sagen, ein Jahr hätten wir auch geschafft. Aber durch diesen Ablauf 1,5 Jahre. Das heißt, wir sind Ende 2018. Ganz wichtig noch zu erwähnen ist, Sie werden auch die Räumlichkeiten behalten. Also Sie treten nicht als Investor auf, der danach dann die einzelnen Wohnungen verkauft, sondern Sie werden das Ganze weiterhin vermarkten, vermieten. Ab wann kann man sich denn um eine Wohnung oder eine Gewerbefläche oder die Gastronomie bewerben? Ja, der Startschuss ist eigentlich jetzt gegeben, weil der Durchführungsvertrag steht. Und der Bauantrag gestellt wird, das kann eigentlich jetzt erfolgen. Ja, jetzt. Also auf die Plätze fertig, los. Herr Faxel, Herr Richard, ja? Ich wollte mal eine Sache sagen, ich vergesse es bei der Begrüßung oder bei der Danksagung immer Personen. Ich möchte vielleicht jetzt Ihnen gar nicht so bewusst, das ist Dr. Rainer Molitor, das ist der Geschäftsführer der Region Köln-Bonn. Herr Faxel hat das schon erwähnt. Molitor beherrscht also quasi die Positionen, die wichtig sind, also wo es manchmal hängt. Da sind wir sehr froh, dass wir Dr. Rainer Molitor haben, weil das sind, ja, viele sagen, das funktioniert nicht. Und er findet immer wieder auch nochmal eine Ecke, wie letztendlich gesehen, wie die Sachen wieder beschleunigen können. Wir bezahlen quasi als Stadt Leverkusen in die Region Köln-Bonn auch einen Mitgliedsbeitrag. Dieses Geld ist allemal gut aufgehoben. Wir arbeiten sehr stark zusammen, auch mit den Landräten zusammen, auch Regionale 2010. Das geht eben nur mit einem guten Geschäftsführer. Dr. Rainer Molitor, ich wollte mich mal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Dankeschön. Ein Applaus dafür. Ja, vielen herzlichen Dank für das tolle, informative Gespräch.